Ja. Hier drücken wir auch mal ein Auge zu. Ich meine, sie ist einfach nur wegen durch ihre Schwester vom rechten Weg abgekommen. Gehen wir erstmal in Richtung Chondraseele. Aber sie scheint es zu bereuen, und wer wirklich Reue zeigt, der hat's auch. Ach, aufrechte Recken. Hier, an diesem schrecklichen Ort. Und da ist auch schon die Rondra-Geweihte. Wer bist Im du? Im Leben war ich Leondri Leuenzunge von Donnerbach. Ich diente der Herren Rondra. Und wer seid ihr? Mein Name ist Brenoir. Seid gewarnt. Ein Diener der Widersacherin Borons treibt hier sein Unwesen. Die Widersacherin Borons, okay, von der habe ich auch noch nie gehört. Das muss die dunkle Göttin sein, die, von der wir die dunklen die schwarzen Amazonen gesprochen haben. Ein Paktierer, wie heißt der Mann? Er nennt sich Tardatz. Ein kleiner Mann mit Haaren wie weißes Stroh. Ihr müsst ihn getroffen haben, denn er hat sich in den Ruinen eingenistet. Ich habe ihn allerdings schon lange nicht mehr gesehen. Nein, so einem sind wir bis jetzt noch nicht begegnet. Ja, genau. Tardatz ist ein Gefolgsmann des finsteren Borbarat, dem er in den Magierkriegen große Dienste leistete. Ein wirklich schlimmer Gesell. Skrupellos und mächtig. Das klingt gar nicht gut. Die Magierkriege liegen so weit zurück und er lebt immer noch? Ja, genau. Borbarat, ist das nicht der Feind von Rohalt dem Weisen? Und sind die Magierkriege nicht bestimmt 500 Jahre her? 500 Jahre? Kann das so lange her sein? Bei Rondra? Ob der Paktiva so lange überlebt hat? Wenn er tot ist, wird niemand mehr meine Seele befreien können. Das hoffen wir mal nicht. Er hat eure Seele gebunden? Meine Seele ist hier gefesselt, dazu verdammt, die Ewigkeit an diesem unheiligen Ort zu verbringen. Wir finden bestimmt einen Weg. Normalerweise solche Bindungen müssten ja irgendwie zu lösen sein. Vielleicht hat der Typ am Körper irgendwas. Ja, wie schändlich. Lässt sich eure Seele befreien? Und vergraben, damit sie niemals gefunden werden. Ja, so könnte man jemanden definitiv verfluchen. Aber wenn wir die Sachen finden, dürften wir sie erlösen können. Hat er gesagt, wo er sie vergraben? Nein, so dumm war er leider nicht. Er sagte nur umlachend, dass er sie an vielen verschiedenen Stellen vergraben würde. Ich muss also eure Knochen finden, seid ihr dann frei? Ja, das will ich tun, weil niemand hat sowas verdient. Ich danke euch im Namen der Herren. Doch ihr solltet nicht mehr lange zögern. Seit ich hier hausen muss, zieht etwas an meiner Seele. Ich kann mich nicht mehr lange dagegen wehren. Etwas will eure Seele verschlingen? Ja, wahrscheinlich der Dämon, der hier... Der Sog seiner finsteren Herren ist stark. Ich fühle ihn in jeder Faser meiner unsterblichen Seele. Sie will mich in die Niederhöllen reißen, doch noch kämpfe ich. Ein Sog? Was für ein Sog? Und etwas haust in diesen Mauern. Eine Manifestation der Macht einer Erzdämonin muss es sein. Sie ruft nach meiner Seele. Ich wehre mich, doch ich habe nicht mehr viel Kraft. Bald wird sie mich verschwinden. Ja, dann sollten wir uns wirklich beeilen. Und von so einem Dämon hat uns ja bereits der komische Magier am Eingang erzählt. Ich will aushalten, solange ich kann. Doch irgendwann versagt auch meine Kraft. Was kann man dagegen tun? Es muss in diesen Gewölben eine Manifestation der Erzdämonen geben. Das ist das Zentrum ihrer Macht. Zerstört es und der unheilige Sog wird verschwinden.
Doch nehmt euch in Acht. Sie wird es gut bewachen. Ich denke, ich weiß, was du tust. Also ja, wir müssen die Erzdämonin vernichten, also ihre Manifestation, besser gesagt, zurück in die Niederhöllen schicken und dann ihr Zug zerstören. Und wir müssen... Das ist jetzt zu einfach, oder? Die Überreste liegen da oben. Rum. Dann gehen wir gleich sie holen. Auch wenn das jetzt ein kleiner Umweg für uns bedeutet, aber das ist jetzt das Wichtigste. Wenn wir ihre Gebeine zur Ruhe legen können, haben wir den wichtigsten Schritt schon mal getan. Und wenn wir dazu nochmal einen ganzen Umweg gehen müssen. Aber in der Zeit kann sich Kuanos vierter Punkt wieder aufladen. Oder lädt er sich nur im Kampf auf? Das ist jetzt etwas, was ich leider nicht weiß. Auf jeden Fall dauert das Aufladen verdammt lange. Ja, da bin ich wieder. Wenn das Telefon klingelt mitten in der Aufnahme, ist das blöd. Aber gut, machen wir weiter. Wir wollen jetzt die... was wollten wir doch mal? Da ist der Ausgang. Da wollte ich nicht lang. Da lang wollte ich. Die Gebeine der Rondra-Geweihten finden. Und dann... begraben. Das wird wahrscheinlich nicht sie nicht vollkommen befreien, weil wir wahrscheinlich erst den blöden Sog vernichten müssen. Aber es wird schon mal das Wichtigste erledigt sein. Auch wenn das ziemlich offensichtlich ist, wo ihre Gebeine liegen. Das wird für uns mit einem Fragezeichen angezeigt. Ja, normalerweise sollte das ein bisschen mehr ein Rätsel sein, dass wir zuerst uns umgucken müssen, wo der Typ ist. Und dann einen Hinweis finden. Aber nein, wir kriegen es einfach mit einem Fragezeichen präsentiert. Na gut, sparen wir uns das. Hier irgendwo müssten sie liegen. Den dritten Teil haben wir, die Seelenrettung, sprich mit der Rondra-Geweihten, finde Gebeine und Artefakte. Ja, super. Auffällige Stelle, ah ja. Wir haben den Rondra-Kamm schon mal gefunden, aber die anderen Teile fehlen uns noch. Die scheinen nicht hier begraben zu sein. Da müssen wir wirklich Isaliel fragen danach. Ganz, ganz toll. Deswegen machen wir jetzt mal da weiter und holen uns den letzten Schlüsselstein. Reden vorher nochmal mit der Rondra-Geweihten wegen der Einnahmezone. Wenn wir das können. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich glaube, wir haben schon den Großteil der Ruine durch. Höchstens, es gibt noch ein zweites Stockwerk. Was ich aber fast schon ein bisschen bezweifle. Obwohl es nett wäre, noch mehr zum Erkunden zu haben. Aber ich finde die Ruine gerade ziemlich spannend eigentlich. Ich
kenne sie ja. Also ich erlebe sie jetzt zum ersten Mal. Besser gesagt, also kennt ruhig das, was ihr bis jetzt auch gesehen habt. Deswegen gucken wir mal. Da ist Laris, oder wie sie auch immer ausgesprochen wird. Da ist die Rondra-Geweihte. Können wir schon mal ihr Schwert hier reinlegen? So, das Schwert liegt schon mal. Du kehrst mit leeren Händen zurück. Ist etwas geschehen? Nicht ganz leer, aber meine Suche ist noch nicht beendet. Haltet aus. Okay, wir können mit ihr nicht darüber reden. Hier ist wieder eine Türe ins Nichts. Wie heißt der Ort hier? Treffpunkt, war wahrscheinlich Treffpunkt der unruhigen Seelen. Ist ein bisschen schwierig zu lesen, weil hier ist die Karte zu groß und hier kann man nicht richtig reinzoomen, leider. Also hier ist zu stark gezoomt, hier würde ich ein bisschen rauszoomen können, aber geht leider nicht. Ich finde es hier ganz schön unheimlich. Jakon hätte es sicher sehr interessiert, diese Ruine zu erforschen, die ganzen magischen Geheimnisse zu entschlüsseln. Okay, Fyris hatte gerade ein emotionales Problem. Und hier haben wir Fledermäuse drin. Aber ich glaube nicht, dass da nur Fledermäuse drin sind. Deswegen mache ich jetzt hier mal schnell einen Quicksave. Dann können wir bloß um die Fledermäuse. Ja. Ja. Die dürften ja eigentlich kein Problem sein. Weiche. Vor allem nicht die Kleinen. Obwohl sie Pfeile schon ein bisschen Schaden machen. Mit Gewichten. Okay, das hier ist jetzt wieder ein Rätsel. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch in dieser Aufnahmesession. Das interessiert mich sehr. Buch des Gleichgewichts. Wer Magie wirken will, benötigt die Gabe der Berechnung. Dieses Rätsel prüfe den Geist des Anwärters mit seiner Kenntnis mathematischer Verhältnisse. Lege man die Gewichte in die Kisten, so brauche man jedes einzelne der Gewichte auf, sonst bleibt der Zugang gar verwehrt. Kiste 1 benötigt zweimal so viel Eisen, wie Blei benötigt wird. Kiste 2 benötigt so viel Eisen wie Kiste 1 plus 1 dazu. Jedoch doppelt so viel Blei wie Kiste 3. Kiste 3 benötigt ein Viertel so viel Eisen, wie sie Blei benötigt. Kiste 4 benötigt halb so viel Blei, wie die Kisten 2 und 3 zusammen benötigen, um die Differenz an Eisen zwischen Kiste 1 und 3. Okay. Gut. Gucken wir erstmal, was wir hier drin haben. Wir haben Bleigewichte und einen Haufen Eisengewichte.